Hallo und herzlich willkommen zur Folge 14 von Let's Play Transport Fever 2 mit mir, den Cedric Aesius. In der letzten Folge haben wir hier eine ziemlich schöne Strecke gebaut, wo wir heute Züge draufsetzen wollen. Um den Takt so gut wie möglich zu halten, werde ich auch nicht übertreiben, weil wir wollen ja auch im Plus bleiben. Wir gucken erstmal, was wir hier haben. Wir haben hier zwei verschiedene Lokomotiven und die sind nicht sehr schnell. Deswegen würde ich von diesem Borsig auf jeden Fall diese nehmen und die Passagierwagen können 50, also gerade mal 5 Stundenkilometer mehr als die Borsig schafft. Ich würde jetzt einfach mal die Borsig nehmen und hier, ich sage jetzt mal 80, dass 80 mitfahren können. So ransetzen Kapazität auf 80. Und den Zug würde ich einfach hier, guck ganz kurz nochmal hier drauf. Ein Zug kostet 2,6 Millionen. 4 Stück kosten 10,6. Kaufen wir die mal und setzen die hier auf diese Linie drauf und wir gucken, was passiert. Wir gucken ganz einfach, was passiert. Du schon mal die Züge hier so ein bisschen ranheften. Der fährt jetzt nach Ebersdorf. Der fährt ebenfalls nach Ebersdorf. Das kann ich aber ganz schnell ändern. Jetzt fährt er nach Scheibenberg. So, der nächste. Da fährt er wieder nach Ebersdorf. Und der hier, der dreht wieder um. Ich scroll hier mal ein bisschen raus, dass das nicht so laut ist für alle. So, und der dreht wieder um. Ne, der nicht. Der hier. So, den hier, den Kameraden, den halte ich jetzt an der Stelle mal kurz an und warte, bis der Kamerad von hier wieder da hinten ist. Dasselbe mache ich hier auch. Wo macht man das am besten? Hier auf der Seite. Hier ist der eine Zug, der andere fährt hier gerade erst los. Dann würde ich diesen Zug hier, das ist der hier. So, die ersten machen jetzt hier 51 Passagiere, passen da rein. Wir können immer noch aufstocken, das ist nicht das Problem. So, diesen halten wir hier im Tunnel an. Der fährt jetzt wieder zurück. Wenn der auf dessen Höhe ist, tun wir wieder starten. Also den hier. Und den tun wir jetzt gleich anhalten, wenn er den Bahnhof verlassen hat. Und keine Straße blockiert.
Wir machen alle erstmal Minus, das ist völlig in Ordnung. Nur den halte ich jetzt an. Und den lasse ich gleich los. Ich muss mal kurz hier zu den Zügen hier switchen. Schauen, wo der Konter ist. Der ist hier. Und da tue ich den jetzt hier wieder starten. Und ich würde sagen, da fahren wir hier einfach mal mit einem Zug. Wenn der wieder den anderen Zug passiert, ist doch der hier, oder? Ja. Wenn der Zug hier in Winnerhöfe wieder angelangt ist und hier runterfährt, da tue ich den starten. Den Zug. Das ist Zug 10. Können wir uns hier ein wenig die Landschaft anschauen. Ich trinke mir ein bisschen Orangensaft nebenbei. Der ist unterwegs nach Belsdorf. Das ist eine ganz falsche Richtung hier. Ich suche gerade diesen Zug auf. Zug 12. Der fährt gerade mit 33 Passagieren. Die stehen unten links. Wo ist denn der Arsch? Da muss der ganz schnell weg. Da tun wir hier durch die malerische Landschaft etwas zügig fahren. Dossenheim erreichen wir in wenigen Minuten. Auch gucken, wo der dahinterliegende Zug ist, weil da kommt ihr ja schon an. Müssen wir den schon mal starten und den mal kurz hier warten lassen. Und wo ist der Zug dahinter? Das hier. Müssen wir alle mal kurz hier anhalten. Den halte ich mal da an. Du musst auch weiterfahren. So, da tue ich die jetzt mal hier aufreihen. Der kommt dahin. Das ist der letzte Zug. In der Reihenfolge. Das ist der davor. Und der erste ist hier hinten. Da kommt nämlich schon wieder zurück. Und den ersten, den brauche ich nicht anhalten. Der letzte. Den halte ich hier auf der Brücke an. Und wenn der erste bei der Brücke ist, dann tue ich den auch wieder aktivieren. Alles so eine kleine Spielerei. So, der ist jetzt auf der Brücke. Der hält jetzt an.
Wenn der Zug in Winnerhöfe ist, dann halte ich auch wieder an. Die zwei Züge hier, die können fahren, wie sie wollen. Die interessieren mich gerade wenig. Der hintere ist schon voll. Wir müssen das definitiv ein bisschen aufstocken nach oben, weil der Takt zu hoch ist. Müssen wir auch ein bisschen entschärfen, dass es etwas schneller geht. Meines Erachtens nach ist das zu langsam. Ja, wenn wir später ein bisschen effizientere Züge haben, ist das auch überhaupt kein Problem. So, da reicht jetzt in wenigen Sekunden Binnenhöfe. Warten wir den mal noch. Und gleich haben wir einen guten Takt. Und wenn ich mir das so ansehe, dass jetzt schon im Durchschnitt alle über 60 sind, gucke ich mir das jetzt noch ein bisschen an und dann tue ich die Wagenanzahl erhöhen. Nicht noch einen Zug draufsetzen, das sind unnötige Betriebskosten. Ich will einfach nur noch Wagen dazu hängen. Noch haben wir gerade ein stabiles Plus. Für den Einnahmen her 2 Millionen. 1,2 aktuell, jetzt sind sie wieder 2. Das passt sich schon gut an, muss ich sagen. Dass wir jetzt nicht ewig hier so rumwarten, tue ich natürlich jetzt auch ein bisschen noch was machen im nebenbei. So ein bisschen vorplanen noch, um hier noch eine zweite Bahnlinie. Ein bisschen das im Auge behalten hier hinten. Eine zweite Bahnlinie hier zu erstellen. Hier ist die Kreuzweiche. Und hier hinten wollten wir rausgehen nach Karstadt. So, Karstadt. Setze ich mal auf die Seite den Bahnhof. Muss ich auch gleich was tun. Nee, da ist der Bahnhof. Muss ein bisschen anders setzen, das muss ich gleich den Zug erstmal hier starten. Matchen starten. Den können wir auch starten. So, da ist es wieder etwas ruhiger. Jetzt habe ich hier auch ein bisschen wieder eine Übersicht und sehe, dass diese Bahnlinie nicht so effizient war, sondern
Da passt doch keine zweite. Doch, doch passt. Ah, ich muss die auf die Seite setzen. Ah, das passt auch, aber das passt hier nicht, oder? Ah, das passt. Wahnsinn. In 3-4 wäre das jetzt nicht möglich gewesen. Die Straße komplett umbauen müssen. So, hier sehe ich jetzt. Ne, keine Brücke, das ist gut. So. So. Ich sag mal so. Über das Bergmassiv zu gehen ist nicht so schlau. Deswegen löse ich das mit einer kleinen Tunnelverbindung. Und das ist das linke Gleis, was ich gerade hier in der Hand halte. Einer langgestreckten Kurve. Schließe ich jetzt mal hier an. Und die drei Ortschaften noch miteinander verbinden. Der Tunnel liegt wirklich auf drei Ortschaften. Er ist auch extrem langsam hier, wa? 80 von 80. Tut jetzt ja wirklich die Wagenzahl erhöhen, wa? Fahrzeuge verwalten. Alle. Die obersten. Jetzt gibt's schon eine 50er. Bleiben wir gleich in dem Menü hier. Ich glaube auf 104. Alle kriegen erstmal drei Stück dazu. Zack. Zack. Und zack. Geht ein bisschen schneller voran hier. Zug 7. Hier hält viel mehr. Da müssen wir definitiv ein bisschen verlängern. Kriegst aber auch so eine. Und Cargo. Was ist das? Das hier? Zug 7. Der fährt auch Getreide hier, oder? Sehe ich das falsch? Da holt er Brot ab. Geh mal weg hier. Nee, fortsetzen. Die Tipps immer so blöd sein. Rot zu der, also hier oben. Tue ich dann mal auf 150 hochsetzen. Ich sehe, dass der halbe Zug renoviert ist.
Schaut auch mal lustig aus. Halb renovierter Zug. Und hier wartet auch sehr viel. 100 von 100. Fahrzeug verwalten. Wir sind schon drei Stücke hier drauf, sind, ne? Was ist denn, wenn wir euch alle länger machen? Oder schneller, je nachdem. Wie viel? Die können alle 50 fahren. Machen wir die doch erstmal schneller. Schneller und hier Cargo. Mal gucken. Wenn sie irgendwie Probleme macht. Eine Station ist überlastet, genau. Noch funktioniert. Mehr Weizen bedeutet auch mehr Brot. Wenn ich mir das so angucke, ziemlich viel Weizen, was ja angelagert wird. Läuft das ja hier runter. Hier wird auch ganz viel Weizen geholt. Solange das ja hier nicht leer läuft. Oh, es läuft leer. Weil es viel Weizen in Anspruch nimmt. Und du hier bist auch komplett voll. Kannst du 152? Schauen wir mal, jetzt ist 0 und der Zug fährt jetzt ja auch ein. Holt jetzt das Rot hier ab. Dann kommt hier eine dicke Lieferung. Wird 48 Brot. Für was hält das denn nachher an? Für Massenbachhausen. Ah, das ist doch Massenbachhausen. Der kann nicht mehr mitnehmen. Jetzt habe ich es verstanden. Der kann nicht mehr mitnehmen. Der hat mir gut Brot auf jeden Fall. Müssen wir noch ein bisschen mehr ankurbeln. Wenn ich dieses eine Fahrzeug jetzt mal hier komplett umwechsel, dass das hier, oder ich hänge einfach noch hier ein paar Wägelchen dran. Ich sage einfach mal 200, ja, Kapazität 200, zack, 50 Wägelchen. Kommt das dann noch über die Weiche hier? Nee. Jetzt gibt es nämlich hier eine Berührung zweier Züge. Deswegen baue ich hier Mr. Weiche ein. Fußer, das wollte ich gar nicht. Schon elegant aus, der Zug hier. Wo sind hier die nächste Weiche? Hier setze ich mir meine hin. Das tut doch hier alles nur noch mehr belasten.
193, ne? Da wird er jetzt mal leer. Zack. Boah, der Bahnhof ist leer. Und jetzt sammelt sich schon wieder Zeug an. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie viel er jetzt einnimmt. Hier hängt nämlich auch Pro dran, ne? Da müssen wir dieses Symbol gehen, 70. Das schaffen die eigentlich gar nicht mehr hier, ne? Fahrzeuge verwalten. Da gibt es doch hier ganz neue Kutschen schon wieder. Vier, fünf. Das hat kein Brot. Immer doch das. Da kommt das Züglein. Na jetzt, schon wieder das falsch. Da muss man hin. 52, jetzt hält er nämlich hier an. Haut nochmal 200 Rote drauf. Das ist auch eine Lösung, die wir vielleicht etwas besser lösen könnten. Jetzt steht natürlich nicht so viel hier an, jetzt sind nur 76. Dazu kommt aber wieder hier. Und will seine 200 Rot haben. Da kommt jetzt voll. Hinter kommt jetzt auch voll. Und der fährt hier leer runter und holt hier voll ab. Aber ich denke, das läuft erstmal hier. Massenbachhausen ist auf jeden Fall mit 451 Einwohnern aktuell. Das Ziel ist 453. Ist schon ziemlich gut bei der Sache. Müssen wir auf jeden Fall hier noch ein bisschen die Innenstadt ausbauen. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt Let's Play Transport Fever 2 mit mir, den Cedric Elsus. Und ich sag von hier aus mal tschüss. Bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde.